richtig düster hier im verlassenen Einkaufscenter von Silent Hill. Herzlich willkommen zurück bei Silent Hill El Camilla, und das Spiel merkt schon, dass wir wieder aufnehmen. Es kommt auf jeden Fall schon wieder mit sehr, sehr eigenartigen Geräuschen daher. Und ich denke mal, dass wir eigentlich diesen Flügel hier nicht mehr so wirklich beachten müssen. Kommen wir hier hinein? Okay. Just a dusty showcase. Okay, das ist nur eine Auslage. Da kommen wir doch bestimmt auch rein, oder? Wenn nicht von hier, dann vielleicht von der anderen Seite hier. Was müssen wir hier eigentlich machen? Diese Musicbox, ich weiß nicht warum. Warum können wir die anwählen? Die hat irgendetwas an sich. Da müssen wir sicher irgendeinen Song spielen und dann auf einmal geht wahrscheinlich irgendwo eine Tür auf. Ach. Denkt ihr, das ist der Code? Denkt ihr, das ist der Code? Rechnen wir es mal aus. So, 2 plus 2. 4 ist x1, 2 minus 2 ist 0, ist x2, 2 durch 2 ist 1, ist x3, und 2 mal 2 ist 4, ist x4. Okay. So, 4 plus 2 ist y1, das heißt, es ist 6. Dann 0 mal 2 ist 0, das ist y2. Dann 1 plus 2 ist 3, ist y3, und 4 mal 2 ist 8. Y4. Jetzt schauen wir mal. So. 6, 0, 3, 8. Okay. Vielleicht waren wir zu früh. Vielleicht waren wir zu früh. Vielleicht gibt es noch ihr. Y2, Y4, Y1, Y3. Okay, das ist das Passwort. Cool, coole Sache. Kurzzeitig dachte ich mir... Da dachte ich mir echt, scheiße, ich hab's verbockt. Und ja, aber Gott sei Dank noch gefunden. So, okay, Y2 ist 0. So, okay. 0, Y4 ist 8. Y1 ist 6. Und Y3 ist 3. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Okay. Okay. A metallic handle. Ach, ist das für die Musicbox? Hundert Pro, oder? Also wenn das nicht für die Musicbox ist, dann weiß ich auch nicht. Dann machen wir etwas falsch in dem Spiel. Schauen wir mal. Die Musicbox war hier. Okay. Das ist doch auch wieder ein Rätsel, oder? Wenn ihr mich fragt. Das ist 100 Pro ein Rätsel. Ein Rätsel, wo wir wahrscheinlich die Klänge... die Klänge zuordnen müssen. Nur wo? Wo müssen wir das machen?
Ist hier oben vielleicht jetzt die Tür aufgegangen? Nö. Broken. Okay, die ist generell kaputt. Die wird auch nicht aufgehen. Eieiei. Jetzt wird's interessant. Okay. Hier vielleicht? Ah, hier kann man hinunter gucken. Das ist cool. Mal aus. Hier leuchtet nichts, oder? Nö. Wo müssen wir Musik machen? Ich vermute im Erdgeschoss. Wir sind ja erst einmal... Wir sind ja nur im Buchladen drinnen gewesen. Da gibt es ja 100 Pro noch viel mehr, was man machen kann. So. Wie komme ich da hinein? Wie komme ich da hinein? Ach so, okay. Okay. Das war einfacher als gedacht. Oh Mann. Okay. Military Toy Shop. Geil. Sowas hätte ich auch gerne als Kind gehabt. Nur Military Toys. Das ist ja genial, oder? Kann man hier rauf? Hey, komm mal rauf. Okay, schaust du das, die Showcase? Okay, aber vielleicht... doch nicht. Ich muss diese Melodie irgendwo spielen, nur wo? Wo? Hier ist auch nichts. Keine versteckte Tür irgendwo. Man kennt es ja aus den Filmen, wenn man hier ein Buch einfach nur hinausneigt, dann kommt man, dann öffnet sich vielleicht eine Geheimtür irgendwo, aber alles ist broken. Das hier ist auch broken. Und hier wird man wahrscheinlich nicht rauskommen, das wäre sonst zu einfach, dort wo Exit steht. Okay. Dann haben wir nochmal den Keller, wo eigentlich zu war. Okay. Gut. Ich will ja nicht sagen, aber so langsam macht sich Planlosigkeit bei mir breit. Es muss auf jeden Fall irgendetwas geben, was man aktivieren kann. Und welches Töne von sich gibt. Was gibt Töne von sich? In einem Fahrtfußler... Fahrtfuß! Ich sag schon wieder, Leute. Ich kann diese zwei Wörter nicht richtig aussprechen. Fastfoodladen. Es muss irgendetwas geben, was man bedienen kann und was Töne von sich gibt. Wie zum Beispiel die Schaltzentrale eines... Shopping Centers, wo man die durchsagen. Oh Gott. Jedes Mal. Okay. Wo man die Durchsagen macht, wenn zum Beispiel Kinder verloren gehen und so weiter. Wenn ich nur in diesen Laden hier reinkommen würde. Aber hier ist doch... Nö, den kennen wir, den Laden. Das gibt's doch nicht. Aber nochmal hier hinein. Es passiert ja nichts. Wo können wir Musik machen?
viele Fernseher. Da ist... Ist da was dahinter? Nö, oder? Nö. Sah fast so aus. Ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Broken. Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Es kann auch nicht sein, dass man hier nichts bedienen kann. Haben wir eigentlich in dem Fastfood-Laden irgendetwas gefunden? Warum kann man hier durch? Kann man hier durch? Hier muss es doch auch etwas geben. Hier muss es auch etwas geben. Ich bin sehr verwirrt. Also es ist eigenartig, es ist wirklich eigenartig. Wir können hier tatsächlich nichts bedienen. Can't be opened. Und hier kommen wir nicht rein. Das gibt's doch nicht. Leute, das gibt's doch nicht. Ja, wo spiele ich denn diese Musik? Hier ist nichts zum Spielen. Locked. Es gibt einen Schlüssel. Sonst wäre das nicht gelockt. Okay, noch einmal. Noch einmal. Okay, okay, okay. Wir müssen schauen, dass wir uns alles angucken. Jedes einzelne Ding müssen wir anklicken. Hier ist nichts. Hier ist definitiv nichts. Ist hier irgendwo etwas, was man bedienen kann? Warum kann man im Keller speichern, wenn der Keller nicht aufgeht? Ist auch keine Spieluhr oder sonstiges. Gucken wir nochmal im ersten Stock. Haben wir irgendetwas übersehen? Haben wir irgendetwas? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das ist ein guter Tipp. Wo spiele ich diese Melodie? Wo spiele ich diese Melodie? Gibt es ein Klavier? Gibt es einen Musikladen? Gibt es einen Musikladen? Wo könnten wir die Melodie spielen? Komme ich überhaupt raus? Ach, hier! Okay.
Okay. Jawoll. Ah, there is a key in the box. Da sieht man wieder mal die kleinen Dinge, muss man beachten. Okay, ich vermute mal, dass jetzt der Zugang hier drüben frei ist im obersten Stockwerk. Nicht im obersten, sondern hier. Jawohl. Perfekt. Okay. Okay, wir sind wieder im Spiel, Leute. Das sieht mir ganz... Kann man das nehmen? Lauter Masken hier. Okay, okay, okay. Ah, oh, schon wieder diese Schaufensterpuppen. There is nobody here, either. Mangas! Cool. Oh! Ich werde wahnsinnig. Ist das ein Easter Egg, oder? Das ist doch geil, oder? Super. Sogar Full Metal Alchemist. One Piece! Ranma ist auch drin. Da gab es sogar eine Serie auf RTL 2. Genauso wie One Piece und so weiter. Geil. Cool. Japanischer Laden. Geile Sache. Geile Sache. Fehlt eigentlich nur noch, was hier gut passen würde, wäre ein Poster von Detective Conan. Der könnte uns vielleicht beim Rätsel lösen helfen. Hä? Hä? Was? Okay. Irgendwas ist da passiert, oder? Hä? Irgendetwas verschiebt sich hier, oder? Yeah. Ich dachte eigentlich fast, das wäre das Schwert von Cloud Strife. Von Final Fantasy VII. Okay. Irgendetwas hat sich da verschoben. Seht ihr das? Hier tut sich doch was. Was passiert hier? Komm ich irgendwie durch? Also entweder bin ich zu dumm für dieses Rätsel. Checke ich gerade irgendwie nicht. Irgendwas passiert hier. Irgendetwas passiert hier. Muss ich hier vielleicht zuerst irgendetwas nehmen? Hä?
Das ist eigenartig, das hört sich wie Metall an. Warte mal, vielleicht haben wir jetzt unter uns etwas ausgelöst. Wow! Okay, Leute. Oh, okay. Wahrscheinlich war es nur ein Bug und wir mussten einfach nur warten. Oh mein Gott. Und ich hatte vorhin Fran Bo angekündigt und es ist so, als ob Fran Bo ihre Pillen genommen hat. Zumindest was die Bilder betrifft. Das alles gegen... teilig wird. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind in der Albtraumwelt, in der Albtraumversion des Einkaufscenters. Wenn ich gleich mal speichern. Oh mein Gott. Alles klar, okay, hinaus mit uns. Mein Gott. Okay, dann gehen wir mal die Türen der Reihe nach durch. Locked. Okay, hier müssen wir einen Schlüssel finden. Broken. Da kommen wir nicht durch. Und hier geht's auch nicht. Boah, die Musik. Wir kommen hier gar nicht raus? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das Ding hat Strom. Jawohl. Oh. Okay. Oh, das ist so heftig. Ich find's cool. Also zuerst das Krankenhaus in der Albtraumversion und jetzt hier das. Okay, Lock is broken. Hier kommen wir nochmal weiter runter. Lock is... Geräusche, Leute, das ist... Das macht einen richtig Stress. Hier ist auch versperrt. Das, wir merken uns, die Tür dort oben versperrt und die auch versperrt. Die können wir aufsperren. Broken. Okay. Okay. Jetzt bin ich aber natürlich sehr verwirrt. Wie sollen wir aufsperren, wenn hier alles versperrt ist? It's broken. I can't open the door. Door is stuck. Haben wir eine Tür vergessen? It's broken. Okay. Können wir noch weiter runter? Hier vielleicht? Oh. Oh, was ist denn das für ein Rätsel? Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, wir haben was für die nächste Folge gefunden. Das werde ich hier definitiv nicht mehr angehen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ja, in diesem Sinne, freut euch schon einmal auf die nächste Folge. Die wird höchst kompliziert werden, denn ich habe keinen blassen Schimmer, um was es hier geht. Bis dann.